Wir haben diese drei Säulen der Nachhaltigkeit, Ökonomie, Ökologie und Soziales. Und wir haben uns als Hauptmaßnahme so diesen Überbegriff gegeben bei der Ökonomie Cradle-to-Cradle-Lieferkette als Oberbegriff. Bei der Ökologie dann den Bereich Reacts und Verpackungen und im sozialen Bereich einfach das profane Wort Schulungen. Damit meine ich natürlich die Integration aller Mitarbeiter. In der Ökonomie mit dem Cradle-to-Cradle-Prinzip geht es auch darum, das Thema Digitalisierung in der Logistik voranzutreiben, und zwar nicht bei den Spediteuren, die da relativ zahm unterwegs sind, sondern vor allem in der Verladerschaft, sprich in der Industrie. Ihr glaubt nicht, wie oft ich mit Kunden arbeite, wenn ich da ins Unternehmen komme, wie da mit Excel-Tabellen noch hin und her geschoben wird, wie da mit Telefonanrufen Aufträge beim Spediteur platziert werden, wie viele Fehler da passieren, wie viel manuelle, händische Arbeit da passiert, was die Firma letztlich nur viel, viel Geld und Zeit kostet. Also Digitalisierung ist ein absolut wichtiges Thema. Das nächste wichtige Thema bei der Ökonomie ist, dass wir unbedingt versuchen müssen, die LKWs besser auszulasten. Ungefähr die Hälfte unserer LKWs in Deutschland fahren halb leer durch die Gegend. Auch eine Zahl, die ich aus Statista habe, die man also belegen kann. Das bedeutet nichts anderes, wir fahren 50% Luft durch die Gegend. Das ist alles andere als effizient. Und natürlich ist es auch ein Thema, dass wir schauen müssen, den Frachteinkauf so günstig wie möglich zu gestalten. Ein probates Mittel dafür sind natürlich regelmäßige Frachtausschreibungen, wo ich mir einfach dann die neuen Logistikpartner suche, die aufgrund meiner individuellen Anforderungen und Vorgaben, die ich habe, zu mir passen und die mir auch ein preisgünstiges Angebot machen, das ich eben mir auch vertraglich dann sichern lasse, sodass ich eben auch planbar Kostensicherheit habe in meiner Betriebswirtschaft. Thank you.